herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Final Fantasy. Der neunte Teil. Was hast denn du in der Hand? Was? Sag mal, was? Wie war denn das letzte Mal? Ach ja, stimmt. Du hast einen Liebesbrief. Richtig. Richtig. Vollkommen richtig. So, ja, was machen wir mit dem Liebesbrief? Nee. Zitane ist doch gar nicht hier. Treibt sich wohl irgendwo in der Stadt rum. Naja. So, jetzt muss ich aber Zitane schnell den Brief übergeben. Ja, sonst. Wo steckt Zitane wohl? Upsa! Eieiei! Ah! Ich will hier runter! Runter! Ist alles klar bei dir, hm? Du Trampel! Oh, tut mir leid, Kleiner. Aber du kamst so schnell um die Ecke geflitzt. Nur kann man da wohl jetzt nichts mehr machen. Hängst ziemlich hoch, was? Findest du das wohl auch noch komisch, oder was? Du... Oh, oh nein, mein Brief. Oh nein, runtergefallen. Du sagst, du kannst Icon nicht runterhelfen. Dann überbring doch wenigstens diesen Brief, ja? Jemanden namens Zitane, alles klar? Ein Brief? Für Zitane? Sagst du? Aber den überbringe ich doch mit dem größten Vergnügen. Na dann, auf geht's. Die Jugend von heute. Oh, und was wird denn jetzt aus mir? Hallo? Ah, nein. Naja. Dann. Na sowas. Kein Boot für mich in der Warteschleife. Blöd. Schluss! Patrouille beendet! Keine besonderen Vorkommnisse! Na nü? Was ist denn hier? Da bohrt mir doch jemand einen Storch! Das ist ja Bark, der Anführer der Räuber! Mir war so, als hätte ich gerade meinen Namen gehört. Was denn du? Du bist das! Hauptmann, darf ich den Räuber für euch festnehmen? Ja, darf ich? Nein! Leider stehen wir in seiner Schuld. Überlasst das hier mir und patrouilliert weiter. Auf geht's. Zu Befehl. Jawohl. Aber hallo. Ich staune. Solltest du etwa in der letzten Zeit vernünftiger geworden sein? Nun krieg das vorhin bloß nicht in den falschen Hals. Du bist ein Räuber und das hier ist beileibe kein Ort, an dem man Gesindel wie dich duldet. Aha, so läuft der Hase hier also. Einer meiner Leute rettet mal schnell das ganze Land und das ist der Dank dafür. Na klar, aber du hast natürlich recht. Gesindel wie wir verdienen es ja gar nicht, auch nur dieselbe Luft zu atmen wie der Wert, Herr Ritter. Natürlich stehen wir tief in der Schuld von Zitane, aber er hat ja nicht nur unser Land, sondern auch die Prinzessin beschützt. Ja. Aber Räuber ist und bleibt nun mal Räuber. Da gibt's kein Hin und Wer und da gibt's kein Für und Wider. Ich kann Leute wie euch beim besten Willen nicht einfach hier so rumlungern lassen. Ein Dankeschön hätte eigentlich auch gereicht. Naja, aber egal, ich wollte sowieso keine Wurzeln hier schlagen. Übrigens, ich habe Zitane im Schloss nicht finden können. Du wüsstest nicht rein zufällig, ob er sich hier irgendwo rumtreibt, Seit damals hat er keinen Fuß mehr in das Schloss gesetzt. Also, wie wäre es denn, wenn sein Chef sich daran mal ein Beispiel nehmen würde? Ja, ist ja schon gut. Geh doch irgendwo Rossschutz suchen, Mann. Ach, diesen ungastlichen Ort sage ich ab jetzt auf Nimmerwiedersehen. Endlich. Wird ja auch Zeit, dass hier mal ein Boot einläuft. auf. Ab hier, von diesem ungastlichen Ort. Einmal Burgstadt, ohne Rückfahrkarte, bitte. Na dann.
für ein Gesindel. Räuber bleibt Räuber. Ja, so ist das. War mir doch klar, dass es niemand anders als Steiner sein kann, der hier so einen Aufstand macht. Ist ja klar wieder. Naja. Obwohl ich in diesen Tagen stark sein muss, stark sein für Königin Garnet, verspüre ich da einen mir bisher unbekannten Schmerz in meiner Brust. Was ist das nur? Ich verstehe das nicht. Moment. Das hat wohl Steine fallen lassen. Na, Moment mal. Nehme ich mal auf. Was ist das? Mal lesen. Wenn der leuchtende Mond die Sterne am Firmament anlächelt, dann warte ich auf dich. Was? Warte ich am Bootsteg? Mit glühendem Herzen? Was ist denn das für ein Brief? Ist das etwa... Ich meine, vielleicht ein Liebesbrief an mich? Von Steiner? Steiner. Ach, Lilly. Lilly, Lilly. Ich hoffe, du hast es schön bequem und weich auf deinem Thron. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ohne Lilly. Was soll ich denn bloß machen ohne sie? Ihr Lächeln. Und ihre Stimme. Ihre wunderschöne Stimme, die in meinen Ohren wie lieblicher Gesang klingt. Ach, nur eine Strophe ihres herrlichen Gesangs und mein Herz blüht auf wie eine Lilie. Ach, Lilly. Ach, verdammt und verdammt und verdammt. Na dann, lass es doch obblühe. Na, mach es doch. Obblühe wie eine Lilie, Zitane. Genau, Zerfix. Hier in diesem Halbdunkel völlig resigniert am Tisch zu kleben, das sieht dir aber gar nicht ähnlich. Meine Rede und so, Ach, hör doch auf. Ihr habt doch gar keine Ahnung, wie es in mir drin gerade aussieht. Was ist denn jetzt hier? Na, lang nicht mehr gesehen, was, Zitane? Aber warum machst du denn so ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter, Ist was? Hey, Chef. Nimm mich wieder in die Tantalusbande auf, okay? Dann ziehen wir wieder alle zusammen los, klauen einen Schatz nach dem anderen. Komm, so wie in alten Zeiten. Einen Schatz nach dem anderen. Weißt du, Zitane, echte Schätze sind leider ziemlich rar in unserer Welt. Aber hat man erstmal wirklich einen besonderen Schatz gefunden, dann sollte man auch alles dran setzen, ihn sich zu holen. Das ist die Regel Nummer 1 hier bei Tantalus. Aber wem sage ich das? Doch wer sich nicht dran halten kann, der hat bei mir leider nichts verloren. Bei uns nicht. Was ich eigentlich sagen will, da du im Moment nicht in der Lage bist, eine Taube zu fangen, nicht in der Lage bist, eine Lilie zu pflücken, hast du auch nicht das Zeug dazu, wieder bei Tantalus zu sein. So einfach ist das. Chef! Zitana, wollen wir nicht einfach mal Lilly besuchen gehen? Ich krampf mich hier durch. Irgendwelche Metaphern und der Kleine hier nennt die Dinge einfach so beim Namen. Wie köstlich. Habe ich was Falsches gesagt? Komm, lass uns gehen, Zitane. Na los. Ja, eigentlich hast du recht. Na dann, wollen wir mal schnell ins Schloss. Und Lilly alles Gute wünschen, bevor sie Königin wird. Genau. Na los. Puh. Steine ist der Beste. Ich habe gedacht, die sind schon lang... Ein Herz und eine Seele, Beatrix und Stein, aber wird ja nix mit dem alten Steiner, ne? Kannst ja vergessen. Jetzt ist er wieder zurück in seine Rolle gefallen, ne?
So, ja dann... Hallo? Das Theaterstück gestern Abend, ein echter Brüller. Mittlerweile bin ich richtig stolz drauf, das Landschild gemacht zu haben. Achso, ja, das haben wir schon. Ne, hier waren wir ja schon, ne? Da kann ja nichts Neues sein. Moment. Ah, jetzt habe ich doch glatt vergessen, Zidane diesen Moment. hab ihn irgendwo verloren. Tja, scheint ihn nicht weiter zu interessieren. Ne? Ah nein, ich will rein. Oh Gott, geh raus. Ja, was ist eigentlich, wenn der jetzt mit dem spricht? Sagt er dir was anderes? Nee, sag das selber. Ja, kleine Trompetenspieler. So, wir waren ja meines Erachtens auf der anderen Seite, ne? Ach nee, das haben wir auch schon, die Vasallen, genau. Und jetzt gehen wir mal auf die Seite hier, richtig? Wartet mal, können wir da rein? Nee. Aber da können wir rein, komischerweise. Hallo? Moment, wer bist denn du? Irgendwie komme ich mit Irias Weste nicht recht voran. So, wir sind ja Dieb, ne? Das heißt, naja, diese Grünkarte. Ja, vielleicht brauchen wir sie ja. Man weiß ja nie. So, Burschen, haben wir dir geklaut? So, vermisst ja nicht, oder? Was haben wir noch geklaut? Ein Notgroschen. Hallo, hier, dein Notgroschen. Danke, dass du uns deinen Notgroschen anvertraut hast. Da müsste es irgendwelche Konsequenzen noch geben, ne? Das wäre cool. Dass wir, was weiß ich, Karma verlieren. Ich weiß nicht so recht. Eben sowas. So, und du? Sie kommt wohl nicht. Sieht ganz aus, als hätte sie mich versetzt. Wer denn? Ach so. Wahrscheinlich steht die hier oben. Ach, merkwürdig. Er sagte, dass wir uns hier treffen sollen. Aber dann kommt er einfach nicht. Oh, ob er mich wohl versetzt hat. Können wir es ihm sagen? Da drüben steht jemand. Oh no. Zidane, nur weil du unglücklich verliebt bist, lässt du die beiden hier? Das gibt's ja nicht. Oh, no. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie waren füreinander bestimmt. Haben sich nie gefunden. Weil sie an der gegensätzlichen Seite... Achso, halt. Nee. Wartet mal. Weil sie an der... Da waren wir noch nie draußen, oder? Weil sie an der gegensätzlichen Seite der Statue standen. So. Hier rüber. Sag mal, ach so. Das war's schon hier. Hier geht's gar nicht weiter. Okay. Wo ist denn eigentlich das Schloss? Jetzt mal ganz was anderes. Ach ja, das geht. Ich weiß es. Ich glaube, das geht so raufwärts. So, nee, hier nicht. Hier geht's, glaube ich, so rauf. Hier so, da rauf. Denk. Ach, nee, das ist ganz was anderes. Zidane, dieser untreue Kerl. Wenn er schon in Alexandria ist, könnte er ja ab und zu mal was von sich hören lassen. Na, ist was, mein Beste? Willst du etwas sagen? Ich hätte vielleicht etwas am Mundwinkel oder so? Ich hab kein Wort gesagt. Suchst du Streit? Ich suche nie Streit. Aber eine Aufforderung zum Tanz lehne ich natürlich nicht ab. Aber wenn du dich schönartig entschuldigst, will ich nochmal ein Auge zudrücken.
Wie lachhaft. Streitereien sind hier aufs Strengste verboten. Auf der Stelle aufhören. Hey, 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 hey. Ruhig Blut. Wenn das mal nicht Zidane ist, na? Lange nicht gesehen, mein Lieber. Wir haben uns viel zu erzählen, aber erstmal habe ich noch was zu erledigen. Diese Frau. Kennst du sie etwa? Na dann sei doch so gut und klär die Lebensmüde auf, dass ich der meistgesuchteste Verbrecher des Kontinents bin. Nun mach mal halblang. Ihr ist sicherlich nur eine Maus über die Leber gelaufen, sonst nichts weiter. Tut mir leid für den ganzen Ärger. Sind nur zwei Freunde von mir, wisst ihr? Alles in Ordnung. Meint ihr, ihr könnt noch einmal Gnade vor Recht walten lassen? Ach kommt, seid nicht so. Na gut. Prinzessin Garnet befahl uns, Herrn Trebal, Madame Crescent und auch Herrn Oronizia besonders zuvorkommend zu behandeln. Trebal? Bitte? Lilly, hat so etwas befohlen? Ach so. Na dann. Nochmals Entschuldigung. So, Freier. Und zieh doch nicht sein Gesicht. Lächel mal freundlich. Auf geht's. Weißt du, was mich zurzeit wirklich aufregt? Du, mein Lieber. Du, ganz allein. Jetzt, wo die mit dir gleichaltrige Lilly kurz davor steht, die Bürde eines ganzen Landes auf ihre Schultern zu nehmen, na, was tust du da eigentlich? Konntest du wenigstens etwas über die Herkunft Kujas herausfinden? Na los, sag an. Ja. Ein paar Nachforschungen habe ich schon angestellt. Nimmst du das alles etwa hier nicht ernst? War es denn nicht Kujas Intrige, aus dem Körper von Lilly die Bestie mit Gewalt zu entreißen? Hast du das vergessen? Und war es nicht er, der diese Bestie dazu benutzte, seine eigene verbündete Brain umzubringen? Na? Hast du denn wirklich keine Sorge, dass Lilly noch mehr zustoßen könnte? Doch, natürlich. Aber was kann ich denn tun? Es ist mir noch nicht mal gestattet, mit der Person, die mir am meisten bedeutet, auch nur zu reden. Geschweige denn, sie zu beschützen. Jetzt, wo sie Königin wird, hat sie ja jede Menge Ritter, die auf sie aufpassen. Da ist einfach kein Platz mehr für mich. Du, Zidane, Lilly freut sich bestimmt, wenn sie dich wieder sieht. Also ich bin mir da ganz sicher. Daher sollten wir endlich zu ihr gehen. Na gut, Lilly, na gut. Aber wir bleiben nicht länger als nötig, klar? Zidane. Glaube ja nicht, du könntest vor mir abhauen. Glaube es ja nicht. Egal, wo du hingehst, ich folge dir. Tu, was du nicht lassen kannst. Wir gehen jetzt zu Lilly. So, ja, wir fahren zum Schluss. Na dann, ob sie sich freut? Ich weiß es nicht. Sie hat sich nie irgendwie bei mir gemeldet. Naja, mal schauen. Lass sofort Eiko los, du Rübel. Das tut doch weh. Behandelt man so eine Dame oder was? Wenn du nicht sofort still bist, wandest du in den Körper. Du. Was ist denn hier los, Eiko? Ach, Zidane. Hör doch mal. Dieser unverschämte Kerl, der sagte doch glatt, Eiko wäre lärmend und nervig, vorlaut und lärmend und überhaupt hat er nur gemeine Sachen zu mir gesagt. Wo waren da jetzt die gemeinen Sachen, Was? Du? Ich hasse Kinder. Na, so beruhig dich doch erstmal. Wie heißt du denn eigentlich, mein Liebes? Ich heiße Eiko. Eiko Carroll aus Madainsari. Madainsari? Dieser Ort ist mir leider gar nicht bekannt. Kommst wohl nicht viel rum, was? Also, pass auf, Madainsari ist... Ihr da! Ja, trau ich meinen Augen? Halten wir etwas seit neuestem hier den täglichen Nachmittagsplausch ab, oder wie?
Das hier ist der Schluss. Etwas schon vergessen? Ihr habt hier nichts verloren. Du, Onkel Steiner? Meister Vivi. Oh, welche Ehre, große Freude, euch seit längerem mal wieder antreffen zu dürfen. Wir sind eigentlich gekommen, um Lilly mal Hallo zu sagen, aber... Der Prinzessin? Ich verstehe. Aber ich kann euch einfach keinen Wunsch abschlagen, Meister Vivi. Na gut. Die haben schon irgendwie ein Band, ne? Na gut, wartet alle hier. Ich geh sie mal fragen. Naja, das bin ich gleich wieder da. Prinzessin! Prinzessin, bitte! Ihr seid alle gekommen, um mich zu sehen. Danke. Lilly, du siehst ja so hübsch aus. Wow, Lilly, du siehst ganz einfach wunderschön aus. Fürwahr, ein bezaubernder Anblick, fürwahr. Zitane, willst du nicht auch etwas sagen, mein Bester? Ich passt schon. Prinzessin, seid ihr bereit? Zitane. Ja, wir können gehen. Lilly, wartet doch mal. Moment. Eiko hat ihr was zu sagen. Sag mal, Lilly, sehen wir uns denn ab jetzt gar nicht mehr? Aber natürlich können wir uns sehen. Aber ich werde wohl nicht mehr mit euch frei und unbeschwert durch die Welt reisen können. Leider. Aber unsere gemeinsame Abenteuer, unsere gemeinsame Reise, das werde ich niemals vergessen. Lilly, du warst immer eine würdige Rivalin, Rivalin? Du sagst schon manchmal lustige Sachen. Ach, bevor ich es noch vergesse, das hier will ich dir unbedingt geben. Zum Beweis unserer geistigen Bindung als Esper soll jeder von uns zwei dieser vier Schatzkristalle bei sich tragen. Hier, bitteschön. Diese zwei sollen meine sein. Und diese zwei meine. Na, mach's gut, Eiko. Mach's gut, Lilly. Zitane, warum hast du Lilly denn überhaupt und gar nichts gesagt? Ich wollte ja, aber das wären einfach nicht meine Worte gewesen. Nichts davon wären meine wirklichen Worte gewesen. Ich hatte mir ein paar Dinge zurechtgelegt, die ich Lilly sagen wollte, wenn ich sie treffe, aber... Ach, alles Lügen wären es gewesen. Nicht meine Worte, nicht das, was ich ihr wirklich sagen will. Halt die Ohren steif, Lilly. Lass dich nicht unterkriegen. Wenn du mal Rat brauchst, ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Ach, nichts als verdammte Lügen. Nicht meine Worte. Nicht meine Worte. Nicht meine wirklichen Worte. Ich hätte es mir ja denken können, Zitane hat nichts außer Lilly im Kopf. Ach, hätte ich doch bloß diesen Brief nicht geschrieben. Aber Zitane, der wirkte so einsam auf mich. Ach, wenn Eiko doch nur was für den armen Zitane tun könnte. Ah, Moment, Zitane, ach du Blödian. Blödian, 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 Blödian. Ach, Zitane, du Dauerschlauchsteher. Aber da... Entschuldigt bitte. Aber Dauerschlauchsteher, der ist nicht schlecht.
Aber da er in solchen Dingen ja nie was blickt, hat er die Gefühle von Eiko bestimmt auch noch gar nicht bemerkt. Das könnte natürlich sein. Ist vielleicht ein wenig gemein Zidane gegenüber, aber es ist besser, wenn er Eiko hier heute Abend nicht trifft. Also ich verschwinde mal besser von hier, bevor dieser Nichtsmerker und Dauerschlauchständer noch auftaucht. So, Moment, da kommt er schon wer. Vielleicht schon Zidane, aber ja. Ich verstecke mich mal lieber. Moment, wo hier? Huch. Boah, sieht nicht so aus, als wäre hier jemand und so, Blank. Ruhig Blut. Wir sind noch ein bisschen früh dran. Ist alles. Naja, wir werden ja sehen und so. Aber sag mal, Blank, irgendeine Ahnung, von wem der Liebesbrief sein könnte und so? Also wirklich, Markus, hast du nicht gelesen, den Lappen? Bei der Ausdrucksweise kann das nur eine piekfeine und bildhübsche Dame sein, Mann. Meinst du? Naja, du prallst ja immer rum, in jedem Hafen eine Braut, aber mit einer Frau habe ich dich noch nie gesehen und so. Und überhaupt, der Brief ist dir ja auch gar nicht nur so von oben auf den Kopf gesegelt, als du dich im Schloss herumgeschlichen hast und so. Du raffst wohl gar nichts, hä? Die Kleine schämt sich eben, mir den Wisch persönlich zu geben und hat halt auf diese Methode zurückgegriffen. So sieht's aus. Und überhaupt, was soll eigentlich diese ganzen Zweifel an meiner überragenden Wirkung auf das weibliche Geschlecht? Bitteschön. Also ein Mann, der im großen Stile bei den Mädels landen will, der kommt natürlich nicht wie die Axt im Walde daher, sondern erstmal ganz piekfein. Wir sollten uns verstecken und so. Markus, lass die Leute ausreden. Ja, ist gut. Wir kommen denn da schon wieder? Hier ist ja ganz schön was los, ne? Von nun ab wird der Wachdienst verstärkt. Einfach zu viel Unbefugte hier in letzter Zeit. Ob Regen, Wind, Sonne oder Hagel, von nun an heißt es patrouillieren, bis die Füße abfallen. Rechts in Ordnung. Links in Ordnung. Nanü. Moment. Abfall? Hier? Moment. Nein, kein Abfall. Scheint ja ein Brief zu sein. Was ist denn das? Was ist das? Moment. Wenn der leuchtende Mond die sterbende Firmament anlächelt, dann warte ich am Bordsteg mit glühendem Herzen auf dich. Von wem ist denn das nun wieder? Was ist denn das? Das ist doch... Moment, ein Liebesbrief. Aber von wem und für wen? Na, da steht weder ein Absender noch der Empfänger dran. Na, nicht doch. Hat vielleicht jemand, der die Route meiner nächtlichen Patrouille kennt, den Brief hier hingelegt, damit ich ihn finde? Aber wer könnte mir denn... Keine... Moment. Steiner? Beatrix? Hier? Ist das jetzt etwa ein, die Erwachsenenliebe? Blank? Schnauze, Markus. Steiner? Beatrix? Was machen die denn da? Was machen die denn da nur? Ja, das ist Blank. Das hier macht mich alle. Ich glaube, ich krieg gleich Nasenbluten. Nervenbündel. Stopf dir beide Daumen in die Riecher und sei jetzt endlich still. Achi! Nee. Achi! Upsa! Oh, Chef? Schade. Gerade jetzt, wo es spannend wurde. Ach, zu schade. Was macht denn... Ich denke, der wollte nie wieder hin. Hat irgendjemand eine Ahnung, wo Zidane sein könnte? Nicht die leiseste. Ich gehe ihn mal suchen. Oh. Was machst du da? Pass halt besser auf. Eiko ist ganz aufgebracht, also nimm bitte ein bisschen Rücksicht. Also, nein. Oh, ich erlaube mir einzutreten. Na, ist hier eventuell gerade ein kleines Fräulein namens Eiko hereingekommen? Oh, ach, das ist doch der Opa.
der nette, gescheite Onkel von neulich. Fröhlich und munter, wie immer, wie mir scheint. Ja, ja, Eiko ist immer fröhlich und munter. So sieht's aus. Aber eigentlich würde ich am liebsten hier weinen, weil im Herzen von Sidane kein Platz mehr für Eiko ist. Hast du gerade etwas gesagt, mein Kleines? Nee, hab ich gar nicht. Aber sag mal, weswegen bist du denn zu Eiko gekommen, der gescheite Onkel, Ja, richtig. Hätte ich doch beinahe vergessen. Also, dieses Dorf, aus dem du kommst, wie hieß es doch gleich? Madainzari, Ja, Madainzari. Und nun ja, ich würde liebend gern mehr über dieses Dorf erfahren. Kein Problem. Weil du so nett warst und diesen Brief für mich geschrieben hast, erzähle ich dir alles, was du willst. So ist Eiko. Aber hier plaudert sich's nicht gut. Können wir uns bei dir unterhalten? Bei mir? Ja, nun, mein Haus befindet sich in Trino. Das ist bedauerlicherweise ein gutes Stück von hier. Trino? Klingt aber irgendwie interessant. Na fein. Eiko ist zurzeit sehr wissensdurstig und will viele neue Orte kennenlernen. Also macht es mir gar nichts aus, wenn das ein bisschen weiter weg ist. Na komm, gehen wir. Ja, ich komme auch mit. In Trino findet sowieso gerade das alljährliche Kartenturnier statt. Ach, das Kartenturnier. Jetzt geht's rund. Ah, ich glaube, da müssen wir mitmachen. Da wollte ich schon immer mal dabei sein. Ja, klar. Kartenturnier? Klingt ja ziemlich aufregend. Ich will auch mitkommen. Das Gleiche gilt für mich. Na dann. Trino. Na, soll mir recht sein. Oh, und ehe man sich's versieht, hat man schon eine ganze Reisegruppe zusammen. Na, schön. Es soll mir ein Vergnügen sein, euch alle Trino zeigen zu dürfen. Hier gibt es noch Nebel. Erinnert mich irgendwie an Ivas Baum, bevor der Nebel abgezogen ist. Aber der Nebel scheint auf jeden Fall dünner zu sein als vorhin. Findet ihr nicht? Nun ja, ich hatte bereits gehört, dass ihr den Nebel vertrieben haben sollt, aber ich denke, es sind deswegen noch Reste von ihm hier zu finden, weil er die Wurzeln entlang in die Tiefe steigen konnte. So sieht's aus. Ist das eine Gargantulle? Ja, also dann. Wollen wir langsam mal, ne? Hier ist niemand, sag ich. Bist du dir sicher, frag ich? Ja, sicher bin ich sicher, sag ich. Na, hast recht. Echt keiner da, sag ich. Sag ich doch, sag ich. Aber, was machen wir jetzt, frag ich. Na, wir bitten Garnet ganz herzlich, uns wieder ins Schloss aufzunehmen, sag ich. Meinst du denn, sie nimmt uns wieder auf, frag ich? Probieren geht über Studieren, sag ich. Moment. Wir verstecken uns besser, sag ich. Ja, das ist, sag ich auch. Scheint keiner hier zu sein. Scheint so und so. Alles, was wir für Zidane tun können, ist wohl, so wie jetzt Nachtwache schieben. Und zusehen, dass in Alexandria alles friedlich bleibt, oder? So ist es. Aber Zidane fühlt sich dadurch besser und so. Naja, verdammt. Ist das heute aber unheimlich ruhig. Also gut, machen wir noch eine Runde. Oh, du sagst es uns so. Also die Statue, ne? Puh, die hätten uns beinahe gefunden, sag ich. Aber, was machen wir denn jetzt, frage ich. Na, das ist doch klar, sag ich. Wo sich diese Typen aufhalten, da haben wir nichts verloren. Nichts wie raus aus Alexandria, sag ich. Na, das sag ich auch. Dass man so nach Trino kommt. Ich bitte vielmals, die höchst unkomfortablen Umstände unserer Reise zu entschuldigen. Passt schon. Hey, Rotha, warst du schon mal in Trino? Wie steht es mit dir? Jo, ich? Wo es hübsche Mädels gibt, da bin ich zu Hause.
Eiko will sich erstmal ein bisschen in der Stadt umschauen. Über Madain Sarik können wir ja nachher noch plaudern. In Ordnung? Aber sicher. Nur zu. Wir haben es ja nicht eilig. Was glotzt du schon wieder so planlos durch die Gegend? Komm endlich mit. Wer? Ich? Ja, wer denn sonst? Eiko ist das erste Mal hier. Du musst mich also rumführen. Na los, auf geht's. Ich werde dann auch einen kleinen Bummel machen. Und um mal auf andere Gedanken zu kommen. Na dann, mein Bester. Rotha, und was hast du vor? Naja. Ich werde einfach nicht schlau aus dem Typen. Oh, da fällt mir ein. Heute ist ja der letzte Tag des großen Kartenturniers. Echt? Na, das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Meine Fertigkeiten als Spieler sind zwar überaus bescheiden, aber es wäre mir eine Freude, dir unter die Arme zu greifen, solltest du dennoch auf Probleme stoßen. Aber so schlecht, dass ich auf die Hilfe anderer angewiesen bin, spiele ich dann auch wieder nicht. Doch. Oh, entschuldige meine Aufdringlichkeit. Viel Glück. So, na dann. Also, warum ich nicht mit Zidane gegangen bin, das willst du doch bestimmt wissen, oder? Genau. Die beiden stehen völlig auf dem Schlauch. Einer schlimmer als der andere. Wenn man denen also nicht ein paar nachdenkliche Momente lässt, dann kommen sie vielleicht nie drauf. Was meinst du denn damit? Ja, oh Mann, du stehst ja mindestens genauso auf dem Schlauch. Also pass auf, Zidane hat Lilly furchtbar lieb. Alles klar? Aber Zidane meint, er müsse immer auf ganz cool machen. Deswegen streiten sich die beiden auch so oft. Kannst du mir so weit folgen? Jein. Eiko gegenüber benimmt er sich auch immer betont cool, dieser Zidane. Wirklich unmöglich. Doch dabei ist er der Gelackmeier, du verstehst du? Wow, was ist denn das? Etwa das Kartenstadion? Hey, warte. Und weg ist sie. Das kann ja nicht sein. Bist du etwa? Bitteschön. So. Am schönsten wäre es, wenn hier irgendwo ein Mogri wäre. Ich glaube nicht, dass die Gargantula schon zurück ist. Okay, nee, wir wollen auch nicht zur Gargantula. Wir bräuchten jetzt einen Mogri zum Speichern. Da auf dem Turnier nur die Besten antreten, fordere zuerst einige Spieler auf der Straße heraus, um an gute Karten zu kommen. Solltest du keine 5 Karten haben, so stelle ich dir gern welche von meinen zur Verfügung. Nee, wir haben schon 5 Karten. Wir haben sogar mehr als 5 Karten. Hätte nicht gedacht, dich nochmal wiederzutreffen. Ach, vielen Dank für alles damals. Aber nein, du brauchst mir doch nicht zu danken. Weil mein Herr ein guter Herr war, passt das schon so. Bei jedem anderen hätte ich aber abgelehnt. Obwohl es kein leichtes war, deiner Bitte nachzukommen, dich irgendwie auf das Theaterschiff zu schmuggeln. Wie war denn das Theaterstück überhaupt? Wirklich interessant. Da fällt mir ein, dass es damals ja ziemlichen Ärger gab irgendwie. Aber du hast die Sache wohl heil überstanden, was? Ja, alles halb so wild eigentlich. Na, dann ist ja alles in Butter. Also, ich pack's dann mal wieder, muss noch ein paar Dinge erledigen. Übrigens, du wohnst doch in der Nähe von Trino, oder? Ja, das ist schon richtig. Geh lieber nach Hause, ist schon spät. Also, mach's gut. Opa ist zwar schon lange tot, aber... mal wieder zu Hause zu sein, wäre schön. Wenn ich schon mal in der Nähe bin, wäre es doch schade, nicht mal kurz vorbeizuschauen. Wir essen überhaupt jetzt hier dabei, keiner, ne?
Hier hat sich auch nicht viel verändert. So eine Pleite! Ist sie also nicht auf meine Fälschung reingefallen? Ah, sie sieht aus wie ein Kanarienvogel, aber sie hat die reinsten Adleraugen. Ah, muss ich mir halt was anderes einfallen lassen, um den schnellen Geld zu verdienen. Hoppla, hey du, meinst du machst Eindruck mit deinem breiten Gang, wie? Pass besser auf oder hinlatscht, ich warn dich. Hm. Oh, sag mal, hörst du schlecht oder was? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Hm, nein. Gibt's denn sowas? Auf jeden Fall jemand, mit dem du dich nicht anlegen solltest, Freundchen. Hm, Moment mal. Hab ich doch schon irgendwo gesehen. Oh, du bist doch der legendäre Rotschopf. Rothaar? Was war denn das hier gerade? Der lief ja so schnell, als hätte er ein Gespenst gesehen oder sowas. Hm? Ja, jetzt ist mir alles klar. Hast wieder mal Schwächere geärgert, oder? Hm? Der Großvater von Eiko sagte immer, der wirklich Schwache ist der, der auf Schwächeren rumhackt. Hm? Spar dir die Predigt. Hä? Warum hast du denn so eine kleine Göre im Schlepptau, hm? Oder schlägst du dich neuerdings als Babysitter durch, ne, Rotschopf? Hm. Tut mir leid, schon weg. Ein eigenartiger Vogel, hm? Ey, wo gehst denn hin, Rothaar? Ein eigenartiger Vogel. Wir haben hier nur eigenartige Vögel im Schlepptau. Und Sidan ist der größte eigenartige Vogel. Vor ein paar Minuten kam hier ein Mädchen mit Schleife und so ein kleiner Junge mit Zipfelmütze raus. Da ist doch voll was im Busch, oder? Voll ja. Wo war der Mogri? Ach, wartet mal, dort hinten war, glaube ich, ein Mogri. Den müssen wir jetzt nehmen. Also, wäre cool, wenn wir jetzt den Mogri bekommen würden. So zum Speichern, wisst ihr? Nee, hier geht's gar nicht weiter. Ach, warte mal. Wir müssen da auch rein, das ist richtig. Allerdings hätte ich gerne einen Mogri. Nein! Vor kurzem ist es mir doch tatsächlich gelungen, eine lebensgroße Gryphon-Skulptur zu ersteigern. Auch wirklich großartig. Die macht sich bestimmt prächtig in eurem Wohnzimmer. Nun ja, ein wenig zu prächtig, wenn ich das so sagen darf. Musste ich ein Zimmer anbauen lassen, um ihrer Pracht gerecht zu werden. Ho, 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 was man nicht alles tut. Ach, was das wieder kostet, also nein. Wir überlegen auch gerade, ob wir uns nicht eine weitere Skulptur zulegen sollen. Vielleicht die eines Behemoths und dazu dann gleich noch eine passende Zweitvilla. Hm. Ach, was das wieder kostet, oh nein. Wie köstlich, wie köstlich. Uff, irgendwie haben es diese Stadtmenschen auch nicht so leicht, hm? Moro, was sagst du denn? Ich dachte, die beschäftigen sich mit lustigeren Dingen als so. Hm. Kubo, Kubo. Moment. Da ist doch wer. Hallo? Was machst du da? Hey, du süßer Fratz da. Ah, der Angsthase von vorhin. Hm. Ist ein bisschen hart. Außerdem habe ich auch einen Namen, weißt du? Ja, ich weiß. Angsthase. Ist recht. Aber sag mal, hast du nicht gerade was von lustigeren Dingen gesprochen? Ja, ich bin eigentlich nach Trino gekommen, weil ich hörte, dass es hier lustig sei, aber... Ja, und ob es hier lustig ist, spazier einfach dem fröhlichen Onkel hinterher. Keine Umstände, Eiko findet sich schon allein zurecht. Mhm. Na, warte doch. Ach, Dreckelender, muss ich mir jetzt auch noch von so einer launischen Göre auf der Nase rumtanzen lassen? Ach was, ich schnapp sie mir jetzt einfach als Geißel und locke den Rotschopf so aus der Reserve. Dann zahle ich das fette Kopfgeld für den edlen Kerl ab. Und ganz nebenbei mache ich noch einen Wahnsinnsnamen mir. Oh, Eiko hat keine Lust mehr zu warten. Ich gehe dann. Was denn nicht so hastig? Moment. Ach so, willst du vielleicht was Leckeres zu essen oder so in der Richtung? Hm, was Leckeres? Ja, genau, was Leckeres. In Trino gibt es an jeder Straßenecke die feinsten Schlemmereien, glaub mir. Hast du schon mal Mousse au Trinolat oder Seetangpasta probiert? Die feinsten Schlemmereien, Mumpf. Hm, hm.
Ja, sag dich doch bereits. Hey? Quina, wo kommst du denn her, Die feinsten Schlemmereien, Mumpf. Was bist du denn für eine Gestalt? Ich will jetzt sofort die ganzen Schlemmereien essen. Mumpf, Mumpf, Mumpf. Ja, und? Was hab ich damit am Hut? Ach, du bist nicht zufällig ein Kumpel von Rotschopf, oder? Der hat wohl diese Weißwurst mit Beinen geschickt, um auf die Göre aufzupassen. War nett, aber ich muss dann gehen. Wo sind denn jetzt die Schlemmereien, Mumpf? Alles total eigenartige Vögel. Kuppa, kuppa, kuppa. Nanü? Dieser vierarmige Angsthase, der hat ja was fallen lassen. Juhu! Aber schon mal ein Kraftgürtel oder was von dem Gericht, oder? Da ist mein Mogu, oder? Da ist er, na Gott sei Dank. Ne, nicht Mogu, aber ein Mokri zumindest. Ey, nicht fortlaufen. Oh. Ihr. Kannst in die Wüste gehen, von Stilskin. Die Regenstadt Bometia liegt in Trümmern und die Leute, die ich dort gesehen habe, sind in Richtung Westen zur Wüste Wubu aufgebrochen. Was sollen die bloß dort? Außer Sand gibt's ja da nicht viel. Ja, mehr haben wir nicht, ne? So, dann. War eine sehr storylastige Folge, ne? Aber schön, irgendwie. Also, das ist natürlich toll erzählt. Ciao, ciao.